Wir sind ja weiter in der Bergpredigt. Und zwar, wir kommen heute zu Vers 38 bis 42. Das ist ja immer noch diese vergleichende Auslegung, wo der Jesus sagt, was das Alte Testament sagt und wo er dann erklärt, was das für das Neue Testament, also für die Gemeinde, bedeutet. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Wenn man jetzt die Bibel wie ein Kochbuch benutzt, dann liest es jemand und sagt, egal was passiert, du darfst keinen Widerstand leisten. Egal was passiert, du musst die rechte Wange hinhalten, dann kriegst du eine auf die linke Wange. Das ist der Normalfall. Das ist eine irre Lehre. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Bibel ist kein Kochbuch, sondern die Bibel ist ein organisches Ganzes. Und wenn ich eine Lehre von so einem dramatischen Fixpunkt habe wie hier, dann bin ich verpflichtet, alle anderen Bibelstellen nachzuschlagen, um zu sehen, wie es gemeint ist. Wisst ihr, das ist eingebettet in einen Rahmen. Wisst ihr, wir dürfen nicht einfach das nehmen, und das ist auch der Grund, warum ich ein totaler Gegner bin, von der, indem man einfach nur Bibeltext nimmt und einfach drüber brütet. Das hat auch manchmal seine Berechtigung, aber im Geistlichen hat Gott extra das Lehramt gegeben, um systematisch die biblischen Sachverhalte ins richtige heilsgeschichtliche Licht zu stellen, und dass wir es verstehen. Wisst ihr, es ist wunderbar und nett, wenn man jetzt zum Beispiel auch kontextmäßig erbaut wird und so. Ich finde das auch gut. Aber das Problem ist, wenn man nur das hat, geht man in die Irre. Das ist erfahrungswert. Sondern die Bibel zeigt einfach, dass man etwas systematisch studieren muss. Sonst kommt man zu völlig falschen Vorstellungen. Wisst ihr, die Stelle ist jetzt so, die ist eingebettet. Ist euch klar? Da steht im Endeffekt was ganz Klares. Du sollst dem Bösen nicht widerstehen. Da kommen Beispiele. Diese Welt, sagt 1. Johannes 5, Vers 19, ist im Bösen. Wer ist das Böse? Was ist das Böse? Wisst ihr, wenn ihr das einmal anguckt, dann siehst du, die Bibel redet davor, das Böse, zum Beispiel sagt die Bibel, dass der Teufel die bösen Menschen sät. Das soll ich mir vorstellen. Dass er die sät. Er sät die unter die Gläubigen. Das ist brutal. Das heißt, die Bibel geht zuerst einmal davor aus, das möchte ich vorab einfach betonen, dass wir hier einen Rahmen haben, wo das Böse nicht neutral steht. Es gibt das Böse generell. Das hat mit dem Teufel zu tun, mit dem Sündenfall, mit diesen ganzen Dingen. Dann gibt es das Böse im Menschen und die Tatsache, dass der Mensch in sich böse ist. Generell. Jeder. Und diese Menschen sind die Bewohner dieses Erdballs und darum pflegen sie das Böse als ihren Normalzustand. Und das ist auch der Grund, warum hier die Bibel sagt, dass die Welt böse ist, weil diese Menschen bilden die Welt. Die Summe aller Menschen ist schon mal zuerst die Welt mit der Transzendenz. Dort sind die Finsternismächte, die Böse, die Dämonen. Und das ist schon mal das Umfeld des Bösen. Dann geht die Bibel weiter davon aus, dass wir selber in uns Böses haben. Paulus sagt, wer wird mich erlösen? Römer 7. Er sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, also Böses. Jetzt kannst du die Bibelstelle nicht einfach nehmen wie ihr Kochbuch, versteht ihr? Du liest es aus, sagst dem Bösen nicht widerstehen. Jetzt musst du das in den Rahmen hineinstellen. Jetzt musst du genau gucken, was meint die Bibel? Und das ist ungeheuer wichtig, das zu begreifen. Und jetzt kommen wir zum Punkt, der meistens nicht beachtet wird bei diesen Dingen. Und jetzt frage ich immer ganz dumm. Widerspricht sich Gott? Hat er seine Meinung geändert? Der dreimal heilige Gott, von dem die Bibel sagt, dass er seine Meinung nie ändert? Im Alten Testament sagt er Auge im Auge, Zahn um Zahn. Jetzt sagt er plötzlich, nein, im Gegenteil, halt die Wange hin. Was stimmt jetzt? Versteht ihr? Schau, das allein muss mich aufschrecken
und muss sagen, Moment mal, jetzt muss ich es genau untersuchen. Und das ist das, warum wir auch solche Bibelstunden machen. Das ist der ganze Grund. Wisst ihr, wenn jemand das nicht tut, dass er alle Dinge genau untersucht, dann kann der fromm sein und kann wunderbar auf selbst eine Gabe haben und kann wirken und alles. Aber im Endeffekt, langfristig, geht er in die Falle. Weil du musst im Endeffekt das Wort Gottes so ernst nehmen, dass du ganz genau, wenn du gehorsam sein willst, musst du wissen, was hat's mit dem auf sich. Du musst das Wort Gottes als Ganzes haben. Ich lese zuerst die Parallelstelle, 2. Mose 21, 23. Die ist nämlich ganz, ganz, ganz brisant. Also, gell, dass man richtig versteht, wenn ich sage Irrlehre. Die Bibel ist eigentlich keine Irrlehre, sondern das ist so, wenn man die Bibelstelle so gebraucht, wie ich sie gebraucht habe, dann kommt Irrlehre zustande. Indem ich einfach sage, ohne irgendetwas zu bedenken, einfach, du musst jetzt einfach die Stelle nehmen, ohne überhaupt die Hintergründe zu kennen, ohne alles einzuordnen. Du gehst einfach hin, liest es und sagst, ich tue so. Gibt viele Gläubige, die sagen, genauso musst du die Bibel lesen. Entschuldigung. Dann kriegst du eine Sekte, dann kriegst du unter Umständen sogar Dinge, wo du gegen den Willen Gottes gehst. Da passieren dann Dinge, das kannst du dir nicht vorstellen, weil wir kommen im Matthäus wieder auf eine Bibelstelle, die wiederum im Prinzip sagt, wie du vorgehen sollst. Und die schränkt das total ein. Und jetzt müssen wir genau gucken, was die Bibel hier meint. Also ich meine mit der Lehre natürlich, wie der Mensch mit umgeht. Nicht die Bibel selber ist ja vollkommen perfekt und die Bibelstelle ist genial, wenn man sie im Rahmen sieht. Also lesen wir. 2. Mose 21, 23. Wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben Leben um Leben. Da steht Nefesh, also Seele um Seele. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Das ist der Grund, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum der Herr Jesus kommen musste. Gott sagt noch im mosaischen Gesetz eindeutig, dass er praktisch diese Dinge so will. Das heißt, wenn jemand einen Menschen ermordet hat, dann muss er sterben. Wenn ein Mensch bestimmte Sünde begangen hat, dann muss der sterben, lässt 3. Mose. Und da ist Gott gnadenlos gewesen. Achan musste wegen einem Diebstahl, da wäre in Deutschland vielleicht zur Bewährungsstrafe verurteilt worden, Achan wurde samt seiner ganzen Sippe gesteinigt, umgebracht wegen dem. Das heißt, es geht hier in der ganzen Bibelstelle im Zusammenhang, geht es darum, dass wenn ein Schaden entsteht, dass der gut gemacht werden muss und dass im Endeffekt man vergelten muss, mit gleicher Münze zurückzahlen. Das ist gemeint. Man zahlt mit gleicher Münze zurück. Das war ganz klar. Und da gab es sogar dann noch Dinge, wo das gar nicht gereicht hat. Die Bibel sagt im Alten Testament, es gibt bestimmte Sünde, da musst du noch 20% drauflegen. Also da bist du nicht fertig, wenn du das wiedergibst und man muss das einfach mal ganz nüchtern sehen, wie heilig und ernst Gott das nimmt und sagt, so und so musst du handeln. Das heißt, du musst vollkommen gerecht, vollkommen heilig sein, vollkommen, wenn jemand umbringt, muss er sterben. Warum musste David nicht sterben? Hat Uriah umgebracht. Macht er schon was? David ist hingegangen, hat geschrien, entzündige mich mit Isop, mit dem Blut. Und wir wissen aus Offenbarung 13, 8, dass das Opfer des Blut sei grundlegend der Welt gilt. Er schreit praktisch hier, ohne es zu wissen, schreit er noch am Blut Jesu und Gott reinigt ihn durch das Blut und dadurch muss er nicht sterben. Da ist schon ungeheuer Hintergrund. Aber jetzt lasst uns das in Ruhe angucken. 3. Mose 17, 11 sagt zum Beispiel, nachdem Adam Leben zerstört hat, das Leben ist im Blut. Und dann musste Herr Jesus Blut vergießen. Drum Epheser 1, 7, die Erlösung, drum Hebräer 9, 11, drum Hebräer 10, 19. Herr Jesus musste das tun, um diese Bibelstelle zu erfüllen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jetzt geht der Jesus einfach hin und sagt praktisch, Altes Testament, völlig in Ordnung. Er sagt nicht, das ist falsch, was man zu den Alten gesagt hat. Sagt er überhaupt nicht. Sondern er sagt,
Das ist zu der Alten gesagt, das war das mosaische Gesetz, das war der Wille Gottes. Jetzt kommt er und sagt, ich aber sage euch, weil nämlich durch ihn etwas völlig Neues kommt, nämlich die Gemeinde, eine neue Heilszeit, die Zeit der Gnade, es kommt was völlig anderes. Und er sagt jetzt praktisch, das mosaische Gesetz, das steht in Römer 10, Vers 4, ist durch Christus beendet, Römer 7, 4, ein Gläubiger ist tot fürs Gesetz, wir sind vollkommen frei, Römer 7, 4, Römer 10, 4 sind die zwei wichtigsten Bibelstellen. Und damit sagt er, auf dem Hintergrund dieser ganzen Sache, er sagt auch nicht, dass sie aufgehoben ist. Er sagt ja in 1. Timotheus 1, 8 und 9, das mosaische Gesetz für den Ungläubigen gilt. Wisst ihr, das heißt ja zu Deutsch, das mosaische Gesetz, auch mit Auge um Auge, Zahn um Zahn, gilt rechtlich vor Gott weiter. Das ist nicht aufgehoben. Er sagt, aber ihr Gläubiger gehört nicht mehr zu dem, was die Bibel Welt nennt. Sehr nahe. Das heißt, für euch gilt ein anderes Gesetz, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Für euch gilt eine andere Regel, ihr habt anders zu handeln, aber immer unter dem gesamten Rahmen. Der Teufel hat das Böse durch seinen Sündenfall, das steht in Jesaja 14 und Hesekiel 28, hat er das Böse hineingebracht in die Welt. Ich habe die Stelle aufgeführt, wo uns jetzt nicht alle lesen. Er bringt das Böse hinein. Und jetzt kommt halt etwas, das muss man einfach ganz nüchtern sachlich sehen. Auch in uns ist vom Sündenfall her, und das sieht man sofort in der Reaktion, 1. Mose 2, 17 droht ja der geistliche Tod an. Und 1. Mose 3, ab 1 zeigt, wie der geistliche Tod wirkt. Und sie sagt dann, ab Vers 7, wo es passiert ist, da wurden ihre beiden Augen geöffnet, sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um. Und sofort verstecken sie sich, sofort haben sie Angst vor Gott. Und die Kinder, die sie haben, von denen ist ganz einfach, der Kain geht sofort hin und schlägt der Abel tot. Sofort ist die Sünde da, sofort ist der Tod da, sofort ist Mord und Totschlag, sofort ist das Böse, explodiert sofort. Sie merken da sofort, dass sie nackt sind, sie erkennen plötzlich, da ist was passiert, ist was kaputt, innerlich, da ist was kaputt. Und natürlich merken sie durch das, dass innerlich was kaputt ist, ist das Grundproblem, dass ich jetzt Angst haben muss vor Gott. Das ist richtig. In diese Situation hinein gibt Gott das mosaische Gesetz als sein Grundgesetz. Das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das gilt bis heute. Jetzt hat Gott noch was Zweites getan, das ist uns manchmal nicht klar. Er hat extra etwas eingesetzt, um das durchzusetzen. Er hat es also so gemacht, dass im Prinzip, wenn das funktioniert, dann kann ich hingehen und sagen, jawohl, ich widerstehe dem Bösen nicht. Und zwar, er hat die Obrigkeit eingesetzt. Zum Beispiel, die Bibel sagt, du sollst dich nicht wehren. Sagt aber, vor Gott ist beschlossen, die Obrigkeit hat das Schwert. Lest Römer 13. Das heißt, Gott hat es so eingesetzt, dass die Obrigkeit drüber wacht, dass Auge um Auge, Zahn um Zahn, dass das funktioniert. Wenn ein Erfolg einigermaßen normal funktioniert, das hast du vor allem noch im Krieg gesehen, wenn ganz großes Leid über Menschen kam, sie haben neu nach Gott gefragt, haben neuen Aufbruch gehabt, das war noch im Krieg, dann ist die gesamte Gesetzgebung göttlich. In Erführungszeichen, dann hat sie letztendlich genau das Level und genau das, was Gott will. Wenn ich zum Beispiel Diebstahl Sünde, Hurerei ist Sünde, Mord ist Sünde, Ehebruch ist Sünde, dann die ganze sexuelle Verirrungen, die wir heute haben, gleichgeschlechtlich, ist alles Sünde von der Bibel. Sagt die Bibel, klipp und klar, das ist Sünde. Und das hat der Gesetzgeber auch noch im Krieg alles gehabt, wisst ihr. Da gab es einen Gotteslästerungsparagraf. Wenn du ein Vermieter warst, hast du ein Nicht-Ehepärchen unverheiratet zusammenleben lassen, dann bist du gestraft worden. Das war eine Straftat. Versteht ihr? Heute lacht man dich aus, wenn du das sagst. Jetzt muss man sich halt fragen, gell? Die werden heute teilweise, je nachdem, was sie für Sünde begangen haben und verurteilt werden heute sogar entschädigt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir Narren oder unsere Väter waren Narren. Eine von den zwei Gruppen war nicht normal. Entweder die oder wir. Ich glaube, Brot und sich drüber unterhalten, wer normal war. Unsere Väter.
Und das alles hat mit dem mosaischen Gesetz zu tun. Das hat mit der Gesetzgebung Gottes zu tun. Das hat mit dem Bösen in dieser Welt zu tun und wie Gott darauf reagiert. Und dass er jetzt die Obrigkeit eingesetzt hat, um zum Beispiel zu schützen. Wisst ihr, das ist der Hintergrund. Auch Neutestament. Immer mit einer großen Zielsetzung. Jetzt sagt der Paulus klipp und klar, wir haben es hier nicht mit Verfolgung zu tun, ist euch das klar? Verfolgung ist was anderes. Wir haben es hier mit Recht zu tun. Und er sagt, wenn du das Gute tust, brauchst du die Obrigkeit nicht zu fürchten. Und das sagt er vom Nero. Entschuldigung. Kennt ihr Nero? Der Rom abbrennt hat, weiß nicht wie viele Gläubige verbrannt hat und umgebracht hat. Das war dann Christenverfolgung. Aber rechtlich war er Obrigkeit. Und die Bibel sagt, wenn du Gutes tust, brauchst du die Obrigkeit nicht zu fürchten. Wenn du Schlechtes tust, musst du sie auch fürchten. Wisst ihr, schon ganz einfach. Ob ich gläubig bin oder nicht, wenn ich in ihrer 30-Zone 70 fahre und ich werde geblitzt, dann habe ich einen Monat der Führerschein weg. Da fragt kein Mensch, ob ich gläubig bin. Wisst ihr, schon ganz einfach. Die Obrigkeit schützt das Gesetz. Wenn du mal die Obrigkeit dann hingeht und sagt, du kannst 200 fahren in Wohngebiet, dann wäre aller Schutz aufgehoben. Und so ist ja derzeit, dass alles aufgehoben wird. Aber hier geht Gott einfach davon aus, er hat Mitte ins Böse hinein, und jetzt müssen wir nochmal festhalten, der Teufel ist der, der das Böse gebracht hat. Er hat den Sündenfall gebracht, durch das kam das Böse in uns Menschen hinein, durch das kommt das Böse in die Welt, durch das kommt das Böse ins Universum, also unter Welt ist gemeint hier, was hier abläuft, und das, was in der Transzendent ist. Der Sammelbegriff des Welt. Wenn die Bibel nur die Menschen meint, also nicht die Transzendenz, dann sagt sie Ökumene. Also die bewohnte Erde. Ökumene ist die bewohnte Erde. Dass man da einen Kirchenbegriff draus gemacht hat, ist wieder was ganz anderes. Also damit meint sie die bewohnte Erde, aber wenn sie Welt sagt, meint sie Transzendenz, die Finsternismächte, die Dämonen, die laut Epheser 2, 1 bis 3 uns Menschen zum Böse anstacheln. Und in dieses Böse hinein gibt Gott das mosaische Gesetz und gibt die Obrigkeit, dass es die Menschen voreinander schützt. Wir müssen mit Leuten reden, die im Krieg waren, die erlebt haben, und auf der Kindertand nicht drehen, ob das dann letztendlich die Deutsche waren, was sie gemacht haben, wenn sie Gebiete erobert haben, oder als dann die Retourkutsche kam, als dann wiederum die Alliierten zurückgeschlagen haben. Sie haben alles Gleiche getan. Kann man nachweisen. Natürlich war das, was Hitler getan hat, nochmal dämonisch 100 Millionen Mal schlimmer, er hat nämlich das auserwählte Volk versucht auszurotten. Aber das Böse in sich, dass die Menschen böse waren und Sünde begangen haben, das ist immer so, und die hat alles Gleiche erklärt, haben gesagt, wenn du das ein bisschen nachliest, also ich sag's mal, das war fast schon eine Ausrede, man hat's getan, weil ja keine Obrigkeit war. Man musste ja keine Strafe fürchten, man konnte machen, was man wollte. Das ist das Problem. Und in diesem Kontext, Nummern, das Böse, selber vom Teufel geschaffen und hervorgebracht, die Dämonen, die Finsternis und bösartige Mächte, die auf den Menschen einwirken, der Mensch selber, der böse ist, seit dem Sündenfall, und diese ganze Welt ist der Tummelplatz dieses Kampfes, und da mit gibt Gott das mosaische Gesetz und sagt, ich gebe auch die Obrigkeit, dass ihr geschützt werdet voreinander. Das ist unser Hintergrund. Unter dem Hintergrund müssen wir dann auch Matthäus 5 betrachten. Man muss jetzt natürlich, also wenn ihr es nachlesen wollt, steht in Matthäus 13, ich habe es hier oben auf dem Zettel drauf, ab 38, dass der Teufel die Kinder des Bösen sät. Das ist ein furchtbarer Gedanke. Ich lese uns ein paar Stellen dazu. 1. Mose 6, 1 bis 7. Und zwar, das ist einfach nochmal, um den Grundsatz zu verstehen. Also kommt ja die Stelle gleich 1 und 2, wo die Engel zu den Menschentöchtern geht. Und dann heißt es ab 3, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten. Denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Und dann geht er weiter und sagt ab 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse,
Habt ihr die Stellung schon mal gelesen? Glaubt ihr, dass die Bibel recht hat? Wie das bedeutet, selbst wenn jemand Gutes tut und wenn jemand lieb ist und alles, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war. Jeder Mensch ist im Herzen sehr boshaft und alles trachtet, das heißt seine Zielsetzungen, seine Motivation, die er über die Gedanken hat, die laut Epheser 2 vom Teufel geschürt werden, sind alle Zeit, also dauernd, nur böse. Das ist das, was wir oft nicht beachten. Wir sagen, der ist doch so nett. Zu mir sagen Leute, wenn ich sage, ich bin ein Irrlehrer, oh, der ist doch so lieb, der ist doch so nett. Ich sage, Entschuldigung. Haben wir einen Prediger gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, er hat gesagt, lieb ist der Hund von meinem Nachbar. Wisst ihr, das Problem ist, dass Tiere teilweise viel lieber sind wie Menschen und viel berechenbarer. Ist das klar? Die haben keinen Sündenfall. Die haben bloß die Folge davon. Von unserem Sündenfall sind die mitgeschädigt, aber wir haben ein ganz anderes Problem. Es geht das so weit, dass Gott sagte, Vers 6, da reute es den Menschen, dass er den Menschen, Entschuldigung, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich ihn gemacht habe. Also, das ist so schlimm, das kann man in Worte gar nicht fassen. Wenn man dann weitergeht, 1. Mose 6, 11 bis 13. Aber die Erde war verdorbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verdorbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Also Gott sagt praktisch, über dieser Erde ist das Todesurteil und sie ist vollkommen durch und durch böse. Also wenn man das alles berücksichtigt, dann kommt man zum falschen Schluss. In 1. Mose 8, 21 wird das Angesicht Gottes besänftigt und jetzt heißt es aber im zweiten Teil, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend. Wen meint er jetzt? Die übrig gebliebene. Noah, seine Frau, Sem, Ham, Japhet und ihre Frauen. Also auch beim Noah, beim neuen überlebenden Menschen, der hier noch übrig war, ist das Problem durch die Sintflut nicht gelöst. Das heißt, jeder Mensch, der lebt, hat das Problem des Bösen. Und das ist halt etwas, das ist dramatisch, gell? In Matthäus 19, 17 steht zum Beispiel, niemand ist gut als Gott allein. Wenn nur Gott gut ist, dann ist alles andere böse. Sind wir einig? Ja. Wisst ihr? Und das ist halt ein Punkt, das musst du zuerst berücksichtigen. Das erklärt die Bibel. Matthäus 15, 19. Wir kommen dem Matthäus nur eine ganz, ganz, ganz wichtige Stelle. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist, was den Menschen verunreinigt. Das heißt, das Böse kommt aus mir raus. Und wer es anstachelt, ist laut Epheser 2, 1 bis 3, der Teufel, der über Gedanken, mein Fleisch, also das Böse in mir anstachelt. Jetzt versteht ihr, warum das so wichtig ist. Da ist der Teufel, das ist die Luftwelt mit den Dämonen, da ist mein böses Fleisch. Und dann schießen die ganze Zeit ihre Pfeile, ihre Botschaft in mein Fleisch hinein. Und dann fange ich ja böse zu sein. Das ist normal. Und dass das nicht geschieht, hat Gott die Obrigkeit gegeben. Wenn die Obrigkeit einigermaßen, wie bei uns noch im Krieg, biblisch ausgerichtet ist, dann hast du hier einen Schutz, dann hast du eine heile Welt. Da sind ganz viele von uns drin aufgewachsen und die ist jetzt vorbei. Weil jetzt haben wir das aufgehoben. Wisst ihr, und da hast du den Hintergrund. Und ich lese auch die Epheser 2 Stelle nochmal, weil die ist schon wichtig, wie der Teufel das macht. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, das ist der böse Mensch, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie die anderen auch. Das heißt, der Teufel spricht über Gedanken unser Fleisch an. Und in dem Moment geschieht das Böse. Und in Epheser 4, 18 zeigt dann die Bibel, wenn man das laufen lässt.
dann passiert was. Deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Dann explodiert es. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Man kann sich ja fragen, warum ist die Christenheit inzwischen so weit, dass sie alle diese Sünde, die Gott verboten hat, nicht nur toleriert, sondern sogar stützt und sie sogar noch forciert? Warum macht sie das? Das ist ganz einfach. Wenn jemand zur klassischen Christenheit gehört, aber nicht wiedergeboren ist, dann ist er weiterhin vollkommen unter dem Bösen, vollkommen in der Finsternis. Er hat der Heilige Geist nicht in sich. Er ist kein Gotteskind, er hat kein Gegenpol. Jetzt kippt der Zeitgeist, in dem nämlich die Endzeit jetzt langsam eingeleitet wird, sonst immer dramatischer, immer teuflischer, immer tödlicher. Und die ganze Sünde brechet hervor wie Sturmflut. Und jetzt passiert es natürlich das Gleiche, weil das sind ja auch keine Wiedergeborene. Jetzt packt es die genauso, die tut dann genau das Gleiche. Das heißt, da nützt keine Organisation, da nützt das alles gar nichts, sondern dann wirst du hinweggerissen. Und darum ist das so, dass man sich gar nicht wundern braucht, dass heute, ich habe jetzt hier Idea Spektrum, da sagt heute ein theologischer Mensch praktisch Bibel und was Gott sagt und das. Einfach der biblische Befund ist so notwendig für uns wie die Löcher im Schweizer Käse. So einfach schön. Versteht ihr? Am Anfang habe ich mich noch aufgeregt. Ich rege mich jetzt nicht mehr auf oder nur ein bisschen auf, weil das Problem ist ganz einfach. Es ist da. Versteht ihr? Da ist ein Riesenproblem. Es ist da in dieser Transzendenz. Wisst ihr, was böse jetzt ist? Es kommt jetzt aus der unsichtbaren Welt. An einer Stelle sagt sogar die Bibel, dass Gott zulässt, dass die Hölle der Engel geöffnet wird, der Abgrund, und dass noch mehr Finsternismächte kommen. Das wird immer stärker und das geht immer stärker auf die Menschen. Das geht auch auf die frommen Menschen, die nicht bekehrt sind. Die können sich dem nicht entziehen. Und so hast du jetzt eine Situation, die ist total katastrophal. Und die Bibel sagt dann, dass das explodiert, und in 2. Korinther 4,4 kommt was ganz, ganz Furchtbares. Wieso, manchmal denkst du ja, das kann doch jetzt niemand mehr glauben, dass das okay ist. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, das ist der Teufel, die Sinne verblendet hat. Das heißt, der Teufel verblendet die Sinne der Ungläubigen. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn die Sinne verblendet sind, die können nicht mehr unterscheiden, was gut und böse ist, und die können nicht mehr unterscheiden, was normal ist. Die merken nicht mehr, was normal ist. Das ist weg. Ist verblendet. Jetzt sagt halt die Bibel, ich greife jetzt ein bisschen vor, der Gläubige hat einen Kampf auch gegen diese ganze Zeitgeisterscheinung, nämlich Epheser 6,12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wisst ihr, es gibt ein himmlischer, also Himmel jetzt in Erführungszeichen, als Transzendenz, gibt es einen Bereich, wo die Dämonen, die Finsternismächte, die boshaft sind, wohnen, und die strömen praktisch aus dieser Finsterniswelt, strömen die in die normale Welt ein, die siehst du nicht, weil sie unsichtbar sind, und versuchen die Gläubiger auch verrückt zu machen. Darum sagt der Paulus, du musst dich wehren. Der Ungläubige kann sich gar nicht wehren. Der ist dem schutzlos ausgeliefert. Und darum muss die Obrigkeit den Menschen schützen. Darum hat die Obrigkeit das Schwert. Darum ist zum Beispiel völliger Unsinn, Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage, wenn jetzt eine schlimme Sünde passiert, dass man dann zum Beispiel einen Kinderschänder oder irgendjemand, der nachweislich bösartig ist, bloß weil vielleicht ein Psychologe sagt, ja, ich halte ihn nicht mehr für so böse. Es gibt ja die Fälle, er darf nur Zeitung lesen, und da lässt mir jemand raus, nach 2 Tagen bringt er ein Kind um. Versteht ihr? Das ist die Sünde der Obrigkeit. Biblisch gesehen müsste die Obrigkeit denjenigen ausschalten. Das wäre biblisch, versteht ihr? Und das ist das biblische Denken. Das biblische Denken geht immer davon aus, das Böse ist da. Die Finsterniswelt in der Transzendenz wirkt auf die Menschen ein. Die Menschen selber sind böse. Und sie geht davon aus, um die auch einigermaßen noch im Zaum zu halten, gibt Gott die Obrigkeit und gibt ihr Schwert. Also von daher ist Humanismus im Strafvollzug
eine Sache, die hat zwei Seiten. Wenn du jemand, der vielleicht jetzt durch schlimme Sachen in was reingeraten ist, nachweislich Reue und Buße zeigt und einigermaßen wieder denkst, wenn du dem barmherzig bist, das ist in Ordnung. Aber wenn du bösartige Leute hast, die nachweislich, wenn man sie rauslässt, tun sie es wieder. Entschuldigung. Gell, die arabischen Länder und auch die dritte Welt verspottet uns teilweise und sagen, die Gefängnisse bei denen sind ja Erholungsheime. Ist es brutal. Aber das, ihr versteht nochmal, das ist der Hintergrund, wo unsere Bibelstelle sich abspielt. Darum müssen wir das genau untersuchen. Und 1. Johannes 5,19, das ist die Stelle, wo ich vorher schon angeführt hatte. Ich lese sie uns, weil die sagt jetzt etwas, und das ist der Punkt, das Wesentliche wird hier dargestellt, ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Die ganze. Versteht ihr? Jetzt müsst ihr mal sehen, wenn jetzt die Obrigkeit hingeht und dauernd alles humanisiert und das Böse nicht mehr bekämpft und das Böse nicht straft und das Böse nicht zurücktreibt, dann lässt sie das auf uns los. Und die Bibel sagt in Johannes 8, 44, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Steht hier. Im Prinzip ist so, wenn ich sage, die Ungläubigen sind eigentlich zu bedauern. Sie sind Kinder des Teufels und vollkommen unter dieser Bosheit und der Teufel spielt mit ihnen. Jetzt kommt natürlich hier, kommen hier gewaltige Dinge. Du betest und es passiert nichts. Es gibt Dinge, das teilt uns die Bibel ganz keusch mit, und das ist aber ganz ein Thema, wo man ganz keusch angehen muss, weil das ist ein gefährliches Thema. Daniel 10, 13 zum Beispiel zeigt etwas und sagt, aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort vor den Königen von Persien entbehrlich war. Wieso? Damit sagt die Bibel, es gibt Völker, die haben Finsternisengel. Finsternisengel beherrschen die. Und jetzt kannst du beten und jetzt kann es sein, dass da in der Transzendenz etwas ist, wo solche Dinge vorkommen. Das kommt nicht vor, wenn du laut Hebräer 10, 19 durch Jesu Blut direkt zum Herr Jesus gehst und über ihn zum Gott, dem Vater. Und wenn du dann Dinge der Erlösung annimmst, das ist nichts. Aber wenn du jetzt zum Beispiel für ein Volk betest, wisst ihr, wenn manche sagen, die in einem schwärmerischen Wahn glauben, das bricht in Deutschland Erweckung auf, die gehen dann rum und legen Autos die Hände auf und glauben, dass der Fahrer sich dann bekehrt. Wisst ihr, das ist so. Wenn da jetzt zum Beispiel Finsternisengel sind, die das Ding tatsächlich Erfolg vollkommen verseucht haben, dann gibt's bloß noch eine Möglichkeit hier, dass Gott Gnade gibt, wenn das Volk Buße tut. Steht ihr? Da muss ich um Buße beten. Das ist massiv. Da muss die Leute ermahnen, Buße zu tun, so haben sie keine Chance. Buße heißt Erneuerung der Gesinnung. Das heißt, sie müssen ihre Gesinnung ändern, müssen aufhören mit Sündigen, müssen aufhören, Gott zu ärgern, müssen aufhören, Gott wirklich, ich sage, sich zu lästern, wie es heute der Normalfall ist. Johannes 7, 7. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Da Jesus sagt, die Welt hat ihn gehasst, weil er ihr gesagt hat, ihr seid so böse. Wisst ihr, die Wirklichkeit hasst die Welt nicht uns, sondern sie hasst uns, weil wir Kinder Gottes sind. Sie hasst uns, weil wir zum Herrn Jesus gehören. Und jetzt kommen wir langsam zu unserer Stelle. Wir werden sie nachher gleich sehen. Jetzt kommt natürlich noch was dazu, das man nicht unterschätzen darf. Epheser 5, Vers 6, das alles zieht noch ein gewisser Zorn auf sich. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und da redet sie vor oben in Vers 5, vor unzüchtigen, unreinen, habsüchtigen Götzendiener und so weiter. Götzendiener heißt Okkultisten. Das heißt, er sagt hier klipp und klar, das fordert der Zorn Gottes aus. Und jetzt kommt nur der Zorn Gottes und die Folge davor ist Offenbarung 20, 11, der Feuersee, die Hölle. Jetzt kann ich sagen, das ist ja furchtbar.
Aber das äußert sich ja nicht nur auf diesen sündhaften Dingen. Das äußert sich ja auf andere Ebene. Zum Beispiel 1. Korinther 3, das ist auch böse, Vers 19. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Damit sagt die Bibel ganz klar, die Weisheit dieser Welt ist, könnt ihr wegwerfen, die ist vom Bösen geprägt. Bis es kommt hier ein Psychologe und sagt, na ja, so und so und so und so. Entschuldigung. Es kommt ein Wissenschaftler, Professor, Doktor, 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 sagt gar nichts. Hat überhaupt keine Auswirkung. Wisst ihr, es sind Menschen, die unter dem Bösen sind. Ihre Weisheit, die Weisheit dieser Welt ist letztendlich Torheit vor Gott. Und den geistlichen Dingen kannst du das alles vergessen. Wisst ihr, von daher kommst du jetzt an einen Punkt, wo gefährlich ist, weil jetzt kommt ja die Frage. Wisst ihr müsst ja denken, der Herr Jesus schreibt Matthäus 5 an Gläubige. An Gläubige, die letztendlich in dieser Welt sind. Aber jetzt sagt Bibel, und das steht in Kolosser 1, 13, da ist etwas passiert bei der Wiedergeburt. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum nächsten Bereich. Jetzt erlebe ich die Wiedergeburt. Jetzt rette mich der Herr Jesus. Jetzt werde ich gewaschen in Jesu Blut. Ich bin jetzt ein Erlöser, bin ein Gotteskind. Und in dem Moment, sagt die Bibel, bin ich praktisch aus diesem Einflussbereich, das steht im Griechischen Exousia, das heißt Vollmachtsbereich, das heißt in der Welt, müsst ihr euch mal vorstellen, in der Welt lässt es Gott zu, dass der Teufel diese Dinge tun darf. Versteht ihr? Und jetzt kommt eine ganz, ganz fatale Situation. Wenn ich mich in den Bereich des Bösen hineinbegebe, dann darf ich mich nicht beklagen. Ist ein Gläubiger, darf sich nie beklagen, wenn er ins Böse reingeht, wenn er dann genau das abkriegt, was hier überall geschrieben steht. Er kriegt auch Gericht Gottes ab, er kriegt eine Strafe, er kriegt aber auch das Böse dieser Welt ab. Weil die Welt so ist, die kann man nicht ändern. Die Bibel sagt, mit der Wiedergeburt bist du aus der Herrschaft, aus dem Einflussbereich dieser Finsternis herausgerissen. Sobald du freiwillig selber hineingehst, kriegst du ein Problem. Jetzt haben wir das Problem. Bleibe ich in Christus, wandle ich im Geist, bin ich völlig frei von diesem Bösen? Bin ich völlig frei von dieser Finsternis? Bin ich vollkommen Kind des Reiches Gottes? Heißt aber nicht, dass mich dann die Umwelt ergreift, dass die Umwelt mich verfolgt, dass die Umwelt mich umbringt, dass sie mich betrügt, dass sie lügt. Und jetzt sind wir bei Matthäus 5. Das ist normal. Das ist einfach normal. Und jetzt dürfen wir nicht versuchen, diese Umwelt zu ändern, weil das können wir nicht. Ich kann immer nur dort sauber sein, wo ich selber das Sagen habe. Ich habe jetzt wieder zwei Fälle gehabt. Man kann drüber streiten. Sie sind lächerlich. Einmal ging es um vielleicht 20 Euro, einmal ging es um 1 Euro. Ich hatte einfach im Herzen, hier sauber zu sein. Und der Gläubige ist einfach sauber. Das ist der ganze Grund, weil ich mir mit der Finsternis nichts zu tun habe. Ich will in Ordnung sein mit Gott, ich will das nicht. Also bleibe ich in Christus, wandle ich im Geist, lasse ich mich reinigen durch Jesu Blut. Wenn mir Sünde passiert, lasse ich mich sofort reinigen. Guck, dass ich dem fliehe, dass ich einen klaren Weg gehe. Wisst ihr, dann hat die Finsternis, nochmal, keinen Einfluss auf mich. Dann kann die Finsternis mich nicht so weit bringen, dass ich böse bin. Wisst ihr, jetzt guckt mal unter dem Hintergrund unsere Stelle an. Jetzt hat das schon einen ganz anderen Hintergrund. Wenn nämlich der Jesus sagt, du sollst dem nicht widerstehen, du sollst nicht zurückschlagen, das kommen wir das nächste Mal dazu. Du sollst dir das gefallen lassen, dann heißt es zu Deutsch, du bleibst einfach im Geist, du wandelst im Geist. Das alles ist gemeint. Und jetzt kommen wir halt zu dem Problem, was ist mit uns? Wir gehören nicht zu dieser Welt, wir gehören nicht zum Bösen. Das Böse ist bei uns in einem Teil, nur in einem Teil, im Fleisch, im Geist ist nichts. Und die Seele ist der Kampfplatz. Fleisch, Körper, einfach meine Menschlichkeit, da sitzt das Böse. Im Geist, wo ich wieder geboren bin, ist nur Licht.
Das ist nur der Herr Jesus. Und der Zwischenbereich, wo sich das abspielt, ist die Seele. Und jetzt kommst du drauf an. Hat die Finsternis Einfluss auf meine Seele? Oder hat der Geist Einfluss auf meine Seele? Ich lese uns Römer 7,18. Einfach Paulus. Der ja wohl ein Kaliber war. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Und dann schreit er am Schluss, ich elender Mensch. Und sagt, es gibt ein Gesetz, dass das Fleisch gar nicht anders handeln kann. Das Gesetz der Sünde ist in meinen Gliedern und bringt immer Sünde hervor. Ganz einfache Aussage, wisst ihr? Ich könnte jetzt zu den Leuten sagen, du darfst dich nicht wehren. Ha, Entschuldigung, das ist mosaisches Gesetz. So, ich muss den Leuten sagen, das, was der Jesus hier meint, was er hier zeigt, ist so gemein. Aber realisiert, das ist nämlich der entscheidende Punkt, kannst du das nur, wenn du im Geist wandelst. Du kannst es nicht selber, geht gar nicht, weil in dir das Böse ist. Sobald du es aus deinem Fleisch raus, aus dem Menschlichen versuchst, wirst du automatisch das Gegenteil tun, ist nur eine Frage der Zeit. Es geht nicht lang. Und von daher musst du dem frommen Menschen sagen, komm runter. Ich habe Leute, die sagen, zum Beispiel, ich habe Leute, seit ich das auch gnadenlos sage und mich auch entsprechend benehme und auch die geistliche Freiheit so auslebe, wie ich sie vom Gewissen her vertreten kann, kommen Leute zu mir und sagen, das sagen sie nicht direkt, da sind sie zu feig, aber sie signalisieren mir hinterherum, ich bin nicht fromm genug. Wisst ihr? Sie unterstellen mir dann Dinge, fast sinnlos. Aber in Wirklichkeit geht es um was ganz anderes. Sie haben eine ganz klare Vorstellung, dass du Matthäus 5 aus eigener Kraft selber tun kannst. Wenn ich jetzt sage, nö, kannst du nicht tun, du musst im Geist gewandelt, wirst du es automatisch nicht tun. Wisst ihr, dann werden die Menschen, das nennt man Gesetzlichkeit, dann werden die Menschen, die so gefangen sind, werden böse. Das ist einfach normal. Wisst ihr, es ist einfach so, das Böse ist in mir, Römer 8, Vers 9, müssen wir auch lesen, dass man genaue Vorstellungen hat. Jetzt müssen wir ja sehen, was unser Text sagt, weil da kommen wir jetzt dazu, auf unsere Ziffer 4. Römer 8, 9 sagt ganz einfach, und ich denke, das ist ein ganz zentraler und vielleicht der wichtigste Punkt bei dem allem. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Wo ist das Böse? Wo ist Böse? Im Fleisch. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber der Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber Leben um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, ich bin per System nicht im Fleisch. Wisst ihr, ich komme nur ins Fleisch über meine Seele. Ich bin im Prinzip im Geist. Wenn ich jetzt aber die Wirkung des Heiligen Geistes, der immer darauf dringt, dass ich im Geist wandle, blockiere durch Sünde, durch Ungehorsam, durch Sturheit, dann kommt automatisch das Fleisch. Ich bin nicht im Fleisch, sondern das Fleisch ist in mir. Das ist der Unterschied. Versteht ihr? Ich bin im Geist und nicht im Fleisch und trotzdem habe ich Fleisch in mir. Das heißt, eigentlich hat der Teufel und das Fleisch und die Sünde und das Böse kein Anrecht an mich. Es darf mich gar nicht quälen. Es darf mich gar nicht plagen. Die Vollmacht gilt nicht für Gläubige. Sondern ich räume dem Teufel und die Finsternismächte und mein gefallener Wesen und meiner Sündernatur, wenn ich ungehorsam bin oder wenn ich hier in Sünde lebe, räume ich das freiwillig ein. Versteht ihr? Freiwillig. Jetzt kommt das Dramatische, die Lehre von Luther, dass der Mensch, oder Luther hat es ja nicht nur gehabt, nur mehrere, die Lehre, dass der Mensch kein freier Wille hat, ist eine der gefährlichsten, die es gibt. Natürlich hat er einen freien Wille. Gott sagt, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, 17. Wisst ihr, der Mensch kann sich jetzt entscheiden für Gott. Der Mensch kann zum Beispiel hingehen, auch der Gläubige, sich entscheiden, dass er im Geist wandelt. Und er kann entscheiden, dass er nicht im Geist wandelt. Und je nachdem bringt er Reaktion hervor. Und jetzt sind wir bei unserem Text. Wisst ihr, jetzt musst du das mal ganz nüchtern sachlich von der anderen Seite ansehen. Wisst ihr, darum habe ich vorher gesagt, Irrlehre. Die Stelle kann zur Irrlehre wäre, wenn man nur einen Teil der Stelle liest. Zum Beispiel, wenn der Jesus sagt, ich sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Wenn mich jemand auf die linke Backe schlägt, schlage ich ihn dann auch auf die rechte? Nein. Sondern er sagt, wenn er dich auf die linke Backe schlägt oder auf die rechte, halt ihm die andere hin. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt doch das Ungeheure. Du bist jetzt nicht vorbereitet. Du wandelst jetzt auch nicht im Geist. Du bist jetzt ganz neutral, ein Mensch wie jeder andere auch. Jetzt geht einfach einer hin, also so bin ich zum Beispiel, und knallt dir eine
Also ich garantiere euch fast, das ist bei mir ein Reflex, dann hat er auch eine. Entschuldigung, oder ich bin so baff, dass ich erstarrt bin, alles von beidem. Also beides halte ich für möglich. Entweder bin ich völlig erstarrt oder ich Reflexe. Warum schlage ich? Weil Fleisch in mir ist. Ich kann das gar nicht kontrollieren. Wenn ich aber im Geist wandle, kannst du mich verprügeln, wie du willst, kommt nichts. Keine Reaktion. Jetzt kommt nämlich die Stelle, warum mir das so wichtig war. Der Herr Jesus sagt klipp und klar, du sollst nicht widerstehen. Das ist der Wille Gottes, das müssen wir tun. Aber wir dürfen das nicht tun aus einer Haltung raus. Jetzt muss ich mich zusammenreißen, wenn mich jemand schlägt, dann oder wenn mir jemand etwas stiehlt, dann gebe ich ihm noch mehr. Das geht gar nicht, sondern ich muss im Geist wandeln. Und dann bin ich in der Lage, den Wille Gottes zu tun. Wenn ich nicht im Geist wandle, also Entschuldigung, wisst ihr, von daher habe ich keinerlei Ehrfurcht vor frommen Menschen. Wisst ihr, wenn jemand nicht im Geist wandelt, soll ich mal ehrlich sagen, dann ist er fast schlimmer wie die Welt. Weil von dem Frommen erwartest du ja, dass er anders handelt. Wisst ihr? Und dann reizt ihn der Teufel. Und dann geht er ins Fleisch. Und dann wird sein Seelenbereich vom Bösen infiltriert. Und dann tun gläubige Dinge, dass mir die Haare zu Berge stehen. Wisst ihr, und das ist unser Kampf. Aber da steckt noch mehr dahinter. Und zwar, jetzt könnte man ja sagen, zum Beispiel, der Jesus sagt, du sollst dem Bösen nicht widerstehen. Stimmt es? Ich lese 1. Korinther 5, Vers 13. Die aber außerhalb sind, das ist die Welt, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Entschuldigung, der Jesus sagt in der Bergpredigt, du sollst dem Bösen nicht widerstehen. Und Paulus sagt, tu das Böse aus der Gemeinde hinweg. Ist das ein Widerspruch? Das ist kein Widerspruch, sondern die Bibel meint, du sollst dem Bösen nicht generell unwidersprochen nachgeben, sondern sie meint das Böse in der Welt. Weißt du, wenn jetzt mein Nachbar böse zu mir ist, oder mich beleidigt, oder mich verspottet, oder mir vielleicht sogar Böses tut, dann kommt der entscheidende Punkt. Dem soll ich nicht widerstehen, so hat es der Jesus gemeint. Weil, das ist die Welt, die können gar nicht anders. Das sind arme Leute, die sind armselig. Denen brauchst du nicht widerstehen. Jetzt brauche ich wieder die vollkommene Erlösung, um demjenigen zu vergeben durch Jesu Blut. Jetzt brauche ich wieder das Blut Jesu, wenn ich nämlich wütend geworden bin, dass er mich reinigt und dass er mir ein Herz gibt, durch das vollkommene Opfer, dass ich dem nicht böse bin. So spielt das zusammen. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. 1. Korinther 5 zeigt böse Sünder in der Gemeinde. Jetzt sagt der Herr, aber ihr Heiligen untereinander, die ihr ja im Geist seid, wenn in eurer Mitte das Böse auftritt, wie in der Welt, dann schmeißt das raus. Das ist der Grund für Gemeindezug. Das ist der Grund für Gemeindezug. Wenn du heute hingehen würdest, in andere Gemeinden, sage ich ausdrücklich, wobei du immer nur das Äußere siehst, du kannst nie 100% beurteilen, was wirklich läuft, aber wenn du heute in Gemeinde hingehen würdest, dann würdest alle, die zum Beispiel unverheiratet zusammenleben, ich weiß Gläubige, die sagen, wir sind wiedergeboren, leben unverheiratet zusammen, wenn du die alle, wie es biblisch richtig ist, unter Gemeindezucht stellst, nämlich hinaustust, dann hättest ganz viele Gemeinden, wären nicht mehr riesengroß und ganz klein. Dann hättest du ganze Bewegungen nicht. Wenn du alle diese Sünder biblisch brandmarken würdest, allen Ehebruch, alles das, was die Bibel sagt, alles Stehlen, alles Lüge, alle Sünde, wenn du das brandmarken würdest und wenn dir zu Ohren kommt, dass du dann die Leute ermahnst, gibt mindestens 3 Stufen der Gemeinde zu. Zuerst die Ermahnung, mit der Chance, es zu regeln. Aber wenn man dann sieht, da ist eine Verhärtung, derjenige will das Böse tun, dann musst du ihn hinaustun. Du musst ihn unter Gemeindezucht stellen. Jetzt kommen wir nämlich zum Unterschied. Der Jesus sagt, widersteht dem Bösen nicht, aber in der Gemeinde, damit meint er das Böse und wir haben hier noch keine Erlösung. Jetzt sind wir wieder heilsgeschichtlich bei Matthäus. Er redet das vom mosaischen Gesetz in eine Welt hinein, die letztendlich böse ist. Und da gab es noch keine Erlösung.
sagt aber den zukünftigen Erlösten, dem darf dir nicht widerstehen. Lässt ihn aber der Paulus sagen, und das ist Lehre Jesu, laut 2. Petrus 3, Vers 2. 2. Petrus 3, Vers 2 sagt ganz klar, ist Lehre Jesu. Lässt er ihnen sagen, ihr dürft dem Bösen nach außen in der Welt nicht widerstehen, aber das Böse in eurer Mitte müsst ihr hinaustun. Das kann ich nicht hingehen und sagen, so geht es nämlich dann. Und dann kommt die Irrlehre. Jetzt schlagt Matthäus 5 auf und sagt, du sollst dem Bösen nicht widerstehen. Da kommt immer die Stelle, wo Gläubige sich weigern, das Böse hinauszutun. Dann kommt die Bibelstelle, lass das Unkraut und der Weizen wachsen, dass du nicht versehentlich der Weizen mit ausraufst. Entschuldigung. Also, macht jetzt, was ich meine? Darum muss ich alle Stellen lesen. Die Bibel sagt klipp und klar in unserem Text Matthäus 5. Du sollst dem Bösen nicht widerstehen. Da wird ja beschrieben, was mir auch Böses passiert. Mir stiehlt jemand zum Beispiel etwas, nimmt ein Hemd, dann gibt ihm das Zweite halt auch noch. Wisst ihr, du sollst dem nicht widerstehen. Die Welt ist so, die sind so, die können nicht anders. Aber wenn das gleiche Böse in der Gemeinde auftritt, machen wir ein Beispiel, ganz praktisch. Mich betrügt jemand in der Welt. Naja. Was mache ich? Ich kann natürlich jetzt das tun, was Gott vorgesehen hat. Was hat Gott vorgesehen? Die Obrigkeit. Er sagt, du musst der Obrigkeit untertan sein. Ich kann die Obrigkeit einsetzen. Paulus macht das zum Beispiel in Apostelgeschichte 16. Macht's Paulus. Ich kann das einsetzen, wenn ich Freiheit habe. Aber vom Prinzip her wehre ich mich nicht. Lass mir das einfach gefallen. Das ist der Grundsatz. Aber wenn dasselbe, wenn mich jemand in der Gemeinde betrügt, da gehe ich zu dem hin und verwarne ihn und sage, du hast mich betrogen, ich will, dass du das in Ordnung bringst. Wenn er es nicht in Ordnung bringt, nehme ich einen zweiten Bruder mit, gehe zu dem hin und sage, ich bringe einen Zeuge mit und vor diesem Zeuge beschuldige dich, dass du mich betrogen hast. Du musst das in Ordnung bringen. Wenn er das dann auch nicht tut, dann gehe ich vor die Gemeinde und sage das öffentlich, dieser Mann oder diese Frau haben mich betrogen und ich klage sie hier vor der Gemeinde an und es geht nicht. Und ich werde ihn, wenn oder sie, wenn das nicht berichtigt und in Ordnung gebracht wird, wie ein Heide achten. Und jetzt kommt die Reaktion der Gemeinde. 1. Korinther 5, 13. Jetzt müssen die Älteste oder die Gemeinde als Ganzes, da brauchen wir die Älteste eigentlich gar nicht dazu, müssen aufstehen wie ein Mann und sagen, damit stellen wir denjenigen, der den Betrug begangen hat, unter Gemeinde zu. Und tun das Böse aus unserer Mitte hinaus. Das ist das Spannungsfeld. Wisst ihr, wir haben das Spannungsfeld, gegenüber der Welt widerstehen wir gar nicht, aber in der Gemeinde widerstehen wir sogar radikal. Wisst ihr, darum darf ich die Bibelstelle nicht nur so lesen, sonst habe ich eine Irrlehre, weil dann sage ich, in der Gemeinde muss auch so machen, das ist falsch. In der Gemeinde muss ich gerade umgekehrt machen. Das heißt, ich muss ganz genau unterscheiden, wie reagiere ich in der Gemeinde, wie reagiere ich in der Welt, wie reagiere ich den Ungläubigen gegenüber, wie reagiere ich den Gläubigen gegenüber. Ist er. Die Bibel geht davon aus, Galater 5, 16, dass wir im Lichte wandeln. Wenn wir im Lichte wandeln, dann passiert das alles gar nicht. Galater 5, 16. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Und dann sagt er in Vers 16, dass wir das alles nicht tun. Ich sage aber, wandelt im Geist, da steht Präsens aktiv, das ist eine Dauerhaltung, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Da steht Aorist 1 aktiv, das heißt, dann fängt er gar nicht an, das zu tun. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, so dass er nicht tut, was er wollt. Kommt euch das bekannt vor? Römer 7, Paulus. Wisst ihr, damit geht die Bibel davon aus und sagt, du Gläubiger bist per Prinzip im Licht, du bist nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn du im Geist bist, kannst du im Geist wandeln, dann wirst du alles diese Sündhafte nicht tun, aber in dir ist Fleisch. Wenn du nicht im Geist wandelst, kommt das Fleisch. Jetzt kommen wir zum dritten Bereich. Also wir haben drei Bereiche, die den Text von unserer Bibelstelle umrahmen. Und die darf man nicht verschweigen. Und zwar, ich habe erstens, wie verhalte ich mich der Welt gegenüber? Wie verhalte ich mich jemand, der in der Gemeinde sündigt, gegenüber, der das Böse tut? Und das Dritte, wie verhalte ich mich mir selber gegenüber, der ich das Böse tue oder in mir drin habe und mit dem rumkämpfe?
Kolosser 3, das ist jetzt ein längeres Stück. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, bedeutet wiedergeboren seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wir sind ja laut Epheser 2, Vers 6 mit Christus in die himmlischen Örter versetzt. Wir haben laut Hebräer 10, 19 Zugang durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum. Also ich könnte es problemlos tun. Trachtet, ist euch aufgefallen, was sagt die Bibel? Das Trachtet des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Jetzt haben wir aber die Erlösung. Merkt ihr den gravierenden Unterschied zwischen Erlösung und Nichterlösung? Trachtet nach dem, was droben ist. Also ich kann jetzt plötzlich als Wiedergeborener, im Gegensatz zum Weltmenschen, tatsächlich nach dem Guten in Christus trachten. Jetzt erklärt er das, denn ihr seid gestorben, das ist Aorist 2 aktiv, das ist eine Radikaltatsache, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ich bin wiedergeboren, ich bin der Sünde gestorben. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist die Erlösung, das ist die Stellung in Christus, diese ersten vier Verse. Jetzt kommt die Haltung in Christus. Jetzt muss ich das anwenden, das ist Tatsache. In meinem Geist ist der Heilige Geist. Ich bin durch das nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Ich bin in Christus. Jetzt sagt er, du, der du in Christus bist, hast ja noch Böses in dir. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Warum steht da, die auf Erden sind? Weil die Erde, das Menschliche, das, was in die himmlischen Örter versetzt ist von mir, das hat keine Sünde. Sondern Sünde hat nur das, was hier auf der Erde ist. Seele und Körper. Mein Geist, der mit Christus in die himmlischen Orte versetzt ist, der hat die Sünde nicht. Und das Tötet steht im Aorist 1 aktiv. Das heißt ganz einfach, fangt an, es zu tun und treibt es weiter so. Macht es einfach weiter so. Jetzt sagt er, du musst das, was auf Erde ist, töten. In dir. Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, die Götzendienst ist. In dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt legt auch ihr das alles ab. Und jetzt verschärft sich, da steht Aorist 2 aktiv. Das heißt, geht radikal dagegen vor, wie wenn es das gar nicht gäbe würde. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, das steht wieder Präsens aktiv im Dauerzustand, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, das ist Aorist 1, das heißt, ihr habt begonnen, ihn auszuziehen und seid immer noch dabei, mit seinen Handlungen und den Neuen angezogen habt, also die Erlösung annehmend, und da steht jetzt eine Besonderheit im Griechischen, da steht Aorist 1 Medium. Also ist klar, aktiv ist immer das, was ich tue, passiv ist immer das, was an mir geschieht. Und Medium bedeutet im Griechischen das, was ich aus eigenem Interesse tue. Er sagt also praktisch hier, ich muss den neuen Menschen aus eigenem Interesse anziehen. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das ist die Verwandlung in Jesu Bild, indem ich immer mehr die Charaktereigenschaften Jesu annehme. Und da sagt er, spielt keine Rolle, ob du Jude, Grieche oder sonst was bist, ob du ein Sklave bist oder ein Herr vom Sklave, ob du reich bist, arm bist, das spielt alles keine Rolle. Alle, die in Christus sind, denen sagt er dann Vers 12, so zieht nun an. Das ist wieder Aorist 1 Medium. Das heißt, fangt endlich, ich sage es mal in meine Worte, fangt endlich es zu tun an. Ihr müsst es jetzt einfach tun, und zwar in eigenem Interesse, als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander. Da steht wieder, in dem Fall Medium, und zwar Präsensmedium. Der sagt, in deinem eigenen Interesse musst du im Dauerzustand sein, wo du die andere erträgst. Und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Aber, versteht ihr? Jetzt sagt die Bibel klipp und klar, wie ich vorgehen soll. Aber jetzt, wenn er die Stelle auch nur wieder so lest, ohne die andere Stelle zu lesen, hast du wieder eine Irrlehre. Dann sagt er nämlich, du musst alles ertragen. Du hast einen Ehebrecher in der Gemeinde, du musst das ertragen. Du hast einen Lügner in der Gemeinde, du musst das ertragen. Du hast jemanden in der Gemeinde, der stiehlt und raubt und unrein ist, du musst das ertragen. Gerade nicht.
Es kommt 2. Korinther 1,5. Du musst den anderen seiner Schwäche ertragen. Aber wenn die Sünde geschieht, offenbar, dann musst du sie hinaustun aus der Gemeinde. Dann musst du Matthäus 18 praktizieren, 16, 18, die zwei berühmten Kapitel. Da musst du hingehen und wirklich die Leute hinaustun. Wenn aber jemand kommt zu dir und sagt, Entschuldigung, es tut mir leid, dann musst du ihm vergeben. Wenn aber nicht kommt und sagt, es tut mir leid und das weiter treibt, dann musst du ihn verwarnen. Wenn die Verwarnung nichts nützt, musst du ihn unter Zeugen verwarnen. Wenn das wieder nichts nützt, musst du ihn verwarnen vor der Gemeinde. Wenn das wieder nichts nützt, sagst du es öffentlich durch die Verwarnung und dann muss die Gemeinde eingreifen und ihn hinaustun. Das ist der biblische Weg. Merkt ihr mit dem Bösen? Das Böse hat drei Ebenen. Was tue ich mit dem Bösen außerhalb? Was tue ich mit dem Bösen in der Gemeinde? Was tue ich mit dem Bösen in mir? Und da in mir, da geht's weiter. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Das steht präsensaktiv, Dauerzustand. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leben und seid dankbar. Lasst das Wort Gottes, das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Die ganze letzte Passage ist alles präsensaktiv, da wo er zustellt. Wisst ihr, damit sagt die Bibel doch was ganz Einfaches. Und sie sagt da in 2. Korinther 5, 7, wir sollen den Glauben wandeln und nicht den Schauer. Wir haben laut Hebräer 10, 10 und 14 ein vollkommenes Opfer. Wir haben laut Römer 6, 6 bis 11 das, was hier auch geschrieben steht von Paulus. Wir sind mit Christus gekreuzigt, wir sind dem gestorben. Wir haben laut 1. Johannes 1, 7 bis 9 das Blut Jesu, das uns dauernd reinmacht. Wir haben laut 1. Thessalonicher 4, das sind die ersten 7 Verse, von Paulus den Befehl, uns zu heiligen. Das ist Heiligung, was hier geschrieben steht. Das ist hohe Liter Heiligung, diese ersten 7 Verse. Und jetzt geht die Bibel ganz einfach davon aus, dem Bösen in der Welt widerstehst du nicht. Dem Bösen in der Gemeinde widerstehst du und dem Bösen in dir musst du nicht widerstehen, das musst du hinauswerfen. Wisst ihr, du kannst sagen, ich bin halt so und widerstehst, das hilft der Zeit. Aber im Prinzip sagt die Bibel, du musst es hinaustun, du musst es hinauswerfen. Du musst aktiv dich für mit Christus gekreuzigt halten und musst das Böse hinwegtun. Wisst ihr, wenn du, ich sag's mal so, jetzt rede ich von mir, deine Klappe nicht halten kannst und du jedes Mal Buße tust und dich reinigen lässt durch Jesu Blut und jedes Mal traurig bist und jedes Mal fertig bist und andere verletzt hast, dann wirst du irgendwann erleben, wenn du dich wirklich für mit Christus gekreuzigt hältst, das dauernd annimmst, aktiv, präsensaktiv, irgendwann zieht es, dass du es nicht mehr tust, dann tust du es nicht mehr. Schau, interessant, dass ausgerechnet eine israelische Sängerin zum Beispiel das Lied geschrieben hat. Und das ist ein wichtiger Punkt. Worte zerstören, wo sie nicht hingehören. Ist so. Aber irgendwann hört's auf. Man kann jede Sünde brechen durch das Opfer Jesu. Und man kann das Böse in sich kontrollieren. Die griechische Zeitformen zeigen, dass man es nicht mit einem Glauben machen kann. Aorist 1 heißt immer dauernd. Das ist ein Kampf, bis wir ins Grab gehen. Aber eines ist klar, ich muss das Böse generell unterschiedlich behandeln. Ich muss das Böse anders behandeln in der Welt, muss das Böse anders behandeln in der Gemeinde und muss das Böse wiederum anders behandeln bei mir. Wisst ihr, und wenn man das alles tut, dann kriegt man langsam auch die Kraft und die geistliche Dimension, dass man so handeln kann, wie der Herr Jesus sagt. Also jetzt sage ich es mal ganz ungeschützt. Das steht jetzt da nicht, weil das ja alles, das sind wie Mosaiksteine. Ich kann dem Bösen letztendlich im Endeffekt in der Welt nicht ungetrübt widerstehen. Ich schlage in der Regel zurück. Wenn mich jemand auf die linke Backe schlägt, schlage ich auf der anderen Backe drauf.
wenn jemand mit mir vor Gericht gehen will, wenn er mich sogar anklagt und es käme zu einer Gerichtsverhandlung, es geht da um irgendetwas, wo ich selbst weiß, ich habe im Prinzip recht, wenn es nicht meine Existenz kostet oder irgendwie, das muss ich vor Gott klären, aber dann in der Regel gebe ich lieber nach und gebe ihm das, was er will. Wisst ihr? Du kannst die Obrigkeit einsetzen. Wir haben sie auch schon betrogen, wo ich Sachen gekauft habe. Da stand gleich gedruckt etwas, was ich nicht gewusst habe. Ich habe es auch nicht gelesen. Und ich muss das nicht akzeptieren. Da habe ich mich dann gewehrt. Die haben mich dann unter Druck gesetzt, bis ich fast, sagen wir, den Gerichtsvollzieher hatte. Und ich war mir vollkommen bewusst, jetzt berufe ich mich mal auf die Obrigkeit. Das kann man auch machen, wenn man Freiheit hat. Und in dem Moment, wie ich mich auf die Obrigkeit berufen habe und wirklich hier hart geblieben bin, sind die weggegangen, weil sie haben gewusst, dass sie Betrüger sind. Aber wenn das anders geht und du merkst innerlich auch geistlich, jetzt muss ich nachgeben, dann musst du nachgeben, dann musst einen Verlust in Kauf nehmen, dann musst du bereit sein, auch den in Kauf zu nehmen. Und wenn jemand zu dir sagt, unverschämterweise, hey, kannst du mal hier mir das helfen oder mir, ich will was von dir leihen und dann macht es dir kaputt und dann hast du ein neues und dann leiht es wieder, macht das wieder kaputt, dann kommt das dritte Mal und leiht es, was machst du? Wenn es ein Gläubiger ist, kannst du ihn verwarnen. Wenn es ein Ungläubiger ist, ein Bischischer kaufst du nicht mehr. Er sagt, gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der dich von dir borgen will. Das ist ein Grundsatz. Aber jetzt müssen wir alle anderen Bibelstellen. Zum Beispiel, wir kommen nachher drauf, gibt es auch Dinge, wo du nicht nachgeben darfst der Welt gegenüber. Gibt es auch. Der Jesus sagt, Johannes 16,33, in der Welt habt ihr Bedrängnis, das ist der Normalzustand. 1. Korinther 7,31 sagt, gebrauche die Welt, als gebrauchtest du sie gar nicht. Versteht ihr, darf ich es mal ganz ungeschützt sagen, die Welt ist ein lästiges Übel und die ungläubigen Anführungszeichen sind die Ausführenden dieses schlimmer und furchtbarer und, ich sag's mal so, es ist fast eine Plage, Übel, das uns dauernd begegnet. Das begegnet uns halt. Wisst ihr, jetzt sagt er, gebrauche einfach die Welt, so wie es ist. Aber er sagt dann in 2. Korinther 6,14, jetzt kommen wir wieder zu einem wichtigen Punkt. 2. Korinther 6,14 bis 7,1. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes, die Wiedergeborenen, mit den Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, will er Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Jetzt kommt der Befehl. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und hört nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen, und so weiter. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Das ist jetzt die vierte Ebene. Das ist der Übergang. Also nochmal, erste Ebene, der Welt gegenüber widerstehst du dem Bösen zuerst mal nicht. Du kannst aber die Obrigkeit einsetzen, das ist von Gott so gedacht. Also du kannst die Obrigkeit schon einsetzen. Wenn das keinen Wert hat, musst du es ertragen. Du kannst dann in der Gemeinde nicht so vorgehen, sondern wenn da die Sünde kommt, musst du sie durch Verwarnung brandmarken und musst sie hinaustun. In dir selber musst du die Sünde hinauswerfen, und das Böse, du musst es blockieren durch die vollkommene Erlösung. Das ist Kolosser 3, 1 bis 17. Wisst ihr, eigentlich müsstest du jeden Morgen hingehen und Kolosser 3, 1 bis 17 lesen, bevor du in den Alltag gehst. Dann kommt der Mittelbereich. Er sagt, jetzt kommen wir zum Halbfrommen. Er sagt, jetzt kommen zwei Tempel. So ist ein Götzentempel, so ist der Tempel des Heiligen Geistes, der Gläubige und zum Beispiel Religion. Er sagt hier klipp und klar, du kannst nicht zusammenarbeiten. Ich habe mal zum Beispiel eine Gruppe verweigert, mit ihrer zusammenzuarbeiten, weil führende Leute ungläubig waren. Ich sage, ihr habt gesagt, 2. Korinther 6,14 sagt, ich darf nicht mit Ungläubigen zusammenarbeiten. Ich lehre letztendlich das, was die Bibel sagt, wenn ich das verstehe und das, was ich lehrmäßig begriffen habe und sehe, dass jemand Lehrer hat, die dämonisch sind oder teuflisch sind oder die unsauber sind, dann muss ich mich von ihm absondern. Jetzt kommt das Nächste. Und das hat wiederum mit dem Böse zu tun. Wenn ich auf das Böse im geistlichen Bereich treffe, das ist jetzt nicht die eigene Gemeinde, sondern das sind jetzt andere Gruppen, die sagen, sie sind gläubig. Ob die noch gläubig sind oder nicht, das ist ein anderes Problem.
Aber dass ich mit anderen merke, dass sie entweder von dem, was die Welt tut, völlig beeinflusst sind oder von der Finsternis, dann muss ich mich von ihnen absondern. Das heißt, ich muss weggehen von ihnen. Und Offenbarung 18,4 sagt, je mehr die Hure Babylon geschieht, geht aus von ihr, damit ihr ihrer Sünde nicht teilhaftig werdet. Wisst ihr, ich muss mich von Gruppen trennen, habe ich in meinem Leben immer wieder machen müssen, mit denen ich früher mal zusammengearbeitet habe, ob das eine Kirche ist, ein Verein oder irgendjemand, wo es um geistliche Dinge geht, plötzlich beginnen die massiv Gott zu lästern, massiv die Sünde zu begehen gegen Gott, dann muss ich mich von denen trennen. Kann man gar nicht reden. Dann muss ich mich trennen. Wenn du das nicht tust, dann passiert etwas. Dann geht es wie in 2. Timotheus 4, Vers 10. Demas hat es nicht getan. Und dann sagt die Bibel, Demas verfällt der Welt. Paulus formuliert so, Demas hat die Welt lieb gewonnen, der Weltlauf. Das heißt, es ist immer mein Eigenschutz. Wir haben eigentlich bloß eine Waffe in der ganzen Sache. Wenn du jetzt nämlich zum Beispiel wieder zu unserem Text zurückgehst, ich hoffe, dass jetzt klar ist, dass dieser Text, den wir gelesen haben, nur das Verhältnis zu der Welt betrifft. Ist klar? Betrifft nur das Verhältnis zu der Welt. Nicht innerhalb der Gemeinde, nicht innerhalb von mir, nicht innerhalb der Beziehungen von Gemeinde, sondern nur die Welt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Kraft nicht habe, das zu tun. Jakobus 5,13 sagt, und das ist auch eine Stelle, ich habe noch nie jemand über die Predigt gehört. Es gibt Bibelstellen, da predigt niemand drüber, weil sie scheinbar keine Rolle spielen, aber es spielt eine riesige Rolle. Leidet jemand von euch Unrecht? Das ist Matthäus 5. Er soll beten. Das heißt, wenn du Unrecht leidest, das erst Wichtigste, was du tust, ist, dass du betest. Dann kannst du nämlich wirklich das tun, was du beim Gläubigen nicht tun musst, weil der hat's ja schon. Dann kannst du beten, segne ihn. Wir sollen denen, die uns widersteht und böse zu uns sind, wir sollen sie segnen. Dann kannst du beten, Herr, segne mein Nachbar, segne mein Verwandter, segne mein Arbeitskollege, segne die Obrigkeit. Dann kannst du beten. Und das nächste ist, 2. Korinther 5,7 hat ja vorher, haben wir vorher zitiert, da steht ja drin, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, du musst dann wie ein kleines Kind glauben, dass Gott wirklich das tut und dann muss zwingend, wie er das macht, das müssen wir Gott überlassen. 2. Mose 14,14 geschehe, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Dann wird der Herr für uns kämpfen und wir werden still sein. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, ich wehre mich selber nicht gegen die Welt, sondern ich bete und erwarte, dass Gott mir hilft. Und der Paulus ist davon ausgegangen, dass das der Normalzustand ist. 2. Korinther 1, Vers 10. Da steht, er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Ich gehe einfach davon aus, dass Gott mich rettet, wenn ich ehrlich komme, wenn ich im Geiste wandle, nicht fleischlich reagiere, nicht zurückschlag, sondern wenn ich ehrlich bin und wirklich glaube und in kindlichem Glaube Gott auflehe, dass er mich rettet, dann bin ich in der Lage, steht da in 1. Petrus 2,19, Unrecht zu leiden. Dann kann ich das ertragen, dann kann ich beten und dann wird Gott für mich streiten. Und dass wir um Jesu Wille dann Ärger kriegen, Lukas 21,17, das hat mit Unrecht nichts zu tun. Das ist der Kampf in der geistlichen Welt, dass sie alle die Finsternismächte der Herr Jesus hasset. Und er sagt ja in Johannes 15,18, letztendlich hasset sie uns wegen ihm. Aber jetzt kommen wir zur Ausnahme. Das möchte ich am Schluss nicht verhehlen. Apostelgeschichte 16,37. Jetzt sehen wir, wie der Paulus gehandelt hat. Und zwar, er ist ja hier im Gefängnis in Philippi, zu Unrecht als römischer Bürger ausgepeitscht, hat er sich gefallen lassen, wisst ihr? Er hat genau gehandelt, wie der Herr Jesus sagt. Er hat sich das gefallen lassen. Und dann passiert Folgendes. Jetzt kommen sie, nachdem sie rausgekriegt hat, dass sie sich hier auch gegen das römische Recht vergangen haben. Das hätte die sogar, ich sage es mal vorsichtig, das hätte für die selber Auspeitschung oder sogar der Tod bedeuten können. Jetzt gehen sie hin und wollen sie heimlich entlassen. Jetzt sagt Paulus etwas. Sie sind selber nicht gekommen, sondern haben bloß einen Gerichtsdiener geschickt, Feigling. Und jetzt Vers 37. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Jetzt schicken sie uns heimlich fort. Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen
und uns hinausführen. Jetzt sitzt er hin und zieht wieder, ich sag's mal, der Joker, Anführungszeichen, der Obrigkeit. Jetzt sagt er, halt! Ich habe euch nicht widerstanden, wo ihr mich hier letztendlich persönlich geschädigt habt, aber jetzt wollt ihr das alles vertuschen und heimlich machen und jetzt ist aus. Jetzt werdet ihr praktisch hier uns Genugtuung geben und uns selber aus dem Gefängnis hinausführen. Warum tut er das? Ist euch klar, warum? Es gibt bloß eine Antwort. Lydia. Er hat eine Frau, die allein hier war, der Obrigkeit ausgesetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Obrigkeit jetzt beginnt, diese Lydia zu quälen oder zu verfolgen, war riesengroß. Also geht Paulus hin. Jetzt kommt der Unterschied. Man muss vor Gott klären, wo man denn eventuell doch Widerstand leisten muss. Er geht jetzt einfach hin und lässt sich selber peitschen, ohne Widerstand zu leisten. Er lässt genau das geschehen, was Matthäus 5 ab 38 sagt. Aber in dem Moment, wie er Dritte schützen muss, zieht er letztendlich den Trumpf der Obrigkeit. Und das darf er, das ist biblisch in Ordnung. Und schützt durch das, dass er die zwingt, dass sie ihn rehabilitiert, schützt er die Gemeinde. Und das ist in Ordnung. Jetzt haben wir einen fünften Bereich. Den Bereich, wo ich vor Gott klären muss, was passiert. Und in Epheser 5, 11 sagt die Bibel zum Beispiel, selbst wenn du dem nicht widerstehst, deckt es auf. Das heißt, ich muss die schändlichen Dinge aufdecken. Ich muss die benennen. Ich darf nicht sagen, das ist in Ordnung. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Ich muss es aufdecken. Ich muss sagen, Zusammenleben unverheiratet ist Sünde. Hurerei ist Sünde. Ehebruch ist Sünde. Gleichgeschlechtliche Sexualität ist Sünde. Alles, was die Bibel als Sünde bezeichnet, es spielt keine Rolle, ob ich das als Sünde beachte. Interessiert niemand. Sondern was die Bibel sagt, Betrug ist Sünde. Lüge ist Sünde. Letztendlich Hochmut ist Sünde. Eigene Ehre suche ist Sünde. Das gehört da alles dazu. Da sagt er, deckt es auf. Das heißt, sagt, dass die Bibel das so sieht. Das ist gemein. Aber wenn es dir jetzt begegnet, widersteh ihm nicht. Sondern dann musst du beten. Begegnest du dir der Gemeinde, musst ihm widerstehen. Ist bei dir selber, wirf es raus. Ist ein zwischengemeindlicher Bereich, wenn es hier nicht abzustellen ist, sondere dich ab. Musst du andere schützen, dann geh zur Obrigkeit. Offenbarung 14,4, sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Merkt ihr, wie differenziert so eine Bibelstelle ist? Ich kann jetzt nicht nur sagen, widersteht dem Bösen nicht, sondern ich muss alle Bibelstellen studieren. Das ist der Grund auch für eine Bibelstunde, versteht ihr? Die Bibelstunde ist nur dazu da, da ist keine Erbauungsstunde, sondern da musst du diese Dinge musst du sortieren. Du musst das so machen, damit es versteht. Ich wiederhole es nochmal zum Schluss. Der Jesus sagt, widerstehe dem Bösen nicht, zeigt es ja deinem Beispiel. Ich soll dem Bösen in der Welt nicht widerstehen, weil die Welt ist so. Wenn das Böse in der Gemeinde auftritt, 1. Korinther 5, 13, muss ich es hinaustun. Mit dem Vorspann der Verwarnung, demjenigen die Chance zu geben und so weiter. Wenn das Böse in mir ist, Kolosser 3, 1 bis 17, dann muss ich es hinauswerfen, der alte Mensch ausziehe, der neue anziehe. Wenn es zwischen den Gemeinden oder zwischen gläubiger Gruppe oder frommen Gruppen, nicht gläubig, geschieht, 2. Korinther 6, 14, muss ich mich im Zweifel absondern, wenn das Böse hier ist, muss ich mich davor absondern. Und wenn es einmal ganz hart auf hart geht, obwohl ich vom Gewissen her es mir gefallen lassen könnte, muss ich es mir nicht gefallen lassen, weil ich andere schütze, siehe Paulus. Jetzt versteht er, warum ich am Anfang sagte, wenn man die Bibelstelle unkommentiert, nur so nimmt, und das auf alles anwendet, ist eine falsche Lehre, ist eine Irrlehre. So, ich muss alles angucken. Und dann habe ich nämlich die Wahrheit. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir für den Gnadentag, danke dir auch für die Herrlichkeit deines Wortes, dass du uns dein Wort so hinterlassen hast, dass wir alles regeln, alles klären können, dass wir verstehen können. Auch der Unterschied von der Zeit, wo noch das mosaische Gesetz galt, auch der Unterschied, wo du unter mosaische Gesetz alles vollbracht hast, aber schon zu uns geredet hast, auch dass du einen Unterschied willst, wie wir uns verhalten gegenüber der Welt, der gleiche Sache gegenüber der Gemeinde, der gleiche Sache gegenüber unserem Herzen, in ganzer Entschiedenheit da dagegen geht, auch wenn es um andere Gruppen geht, aber auch wenn wir Dritte schützen müssen. Ich bitte einfach bei dieser ganzen komplexen Wahrheit, gib uns Weisheit, dass wir richtig handeln, dass wir dir dem Lange folgen, wohin du gehen willst, wohin du uns führen willst
auf dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.